It's time for World Underground Wrestling. Abracadabra, vez, filha da... Ibinato! Vê! Ia! Lance! Vai, Uba, filha da... Schwestern. Ich was ist passiert? Letzte Show. Der Jugo! Der Jugo ist passiert. Wenn ich rede, bist du Gusch. Letzte Show hatte ich ein Match gegen Zombie Boy. Und dann wurde mir der Titel geklaut. Und das an Jugo. Und dann gab es eine Aussage, die hat alles verändert. Der Jugo! Captain Balloon mit Tattoo. Mit Haar. Hat gesagt, der Titel wird gestohlen, aber mir ist es wurscht. Daraufhin habe ich ihm gezeigt, was würde ein Humongous, ein wahrer Humongous machen, wenn es bei ihm passieren würde. Schon! Ein Humongous passiert das nicht! Meine Frage an dich: Wo ist mein Titel? Meine Brüder und Schwestern sollen wissen, wo mein Titel ist! Bist du der Chef oder nicht? Oder hast du keine Eier in der Hose? Mammut, die Heben! Ich kann mir ja nicht fangen, das Fangen ist kurz, gell? Ja, aber probier mal du deine Eier zu fangen, ich weiß. Ich hab sie in der Hose, du nicht. Gott sei Dank habe ich meine Eier nicht in deiner Hose, ich weiß es nicht. Das ist aber dein Problem. Soll ich was sagen oder was? Ich hab doch an deine Frage gestellt, oder bist du schon alt? Ja, er ist alt. Entschuldigung, was war die Frage? Noch einmal Alzheimer, was du? Für dich noch einmal. Und jetzt Spaß beiseite. Spaß beiseite! Du bist der Chef von dieser Organisation. Moment, Spaß beiseite, hast du gesagt. Hör zu, wenn ich mit dir rede. Kein Titel, kein Jugo. Du brauchst den Jugo, ich brauch den Humongous nicht. Und weißt du warum? Wenn ich der Jugo bin. Was dein Problem ist? Er ist alt! Er ist aber noch
immer 10. Ja. Nur ein Ei. Zum Peppert. Schau, pass auf, Mirko, es ist ja ganz einfach. Du glaubst zwar, dass ich die brauch und du uns nicht brauchst, was du aber vergisst ist, dass du die Fans brauchst und die Fans die brauchen. Das heißt, mir ist das wurscht. Mir ist das so hoch! Ach, das ist einfach, wie du richtig gesagt hast, ich bin der Boss. Woher soll ich wissen, wer mit irgendeinem Titel irgendwo hier rennt? Wie jeder im Publikum gesehen hat, ich bin da gesessen. Schalt dein Hirn ein! In Wirklichkeit ganz einfach. Es geht nicht darum, dass ich dir irgendeinen Titel beschaffe, weil du hast zu Recht den Titel gewonnen. Der Titel ist nach wie vor Eigentum der WoW. Sprich, es ist mein Eigentum als Chef von der WoW hier in Österreich. Ich gebe dir in Wirklichkeit bis maximal zur nächsten Show Zeit, um den Titel wieder aufzutreiben. Weil in Wirklichkeit, du bist der Jugo. Wahrscheinlich hast du wieder mal Spülschulden, hast du mal am Mexiko-Platz verzichtet. Ja, ich kann ja nichts dafür, dass er so ist. In Wirklichkeit, es ist deine Sache. Und wenn du bis nächste Show den Titel, den Gürtel nicht bringst, oder machen wir es anders, weil Jugo braucht immer lang. Solange du uns hier und der WoW den Titel nicht zurückbringst, solange gibt es keinen Titelkampf für dich und solange bist du auch kein Titelträger. So schaut es aus. Heute ist das ein ganz normales Match. Ich hole jetzt einfach deinen Gegner raus und der Referee fängt, nachdem der Kampf freigegeben worden ist, an zu zählen. Und wenn du bis 20 nicht oben bist, hast du das Match verloren und die Fans werden traurig nach Hause gehen. Und dann wählen sie die Fans an die, ich kann nichts dafür. Du ein Ei! Das haben wir, glaube ich, in die 80er schon einmal gehabt, dass die Jugos kämpft haben, oder war das? Ja, aber jetzt ist es gut. Einziger, was weiß ich, ich war damals in Thailand, was interessiert das mich? Schau, die machen voll Technik, Alter. Komm rein, komm, seine Hemmelock! Ui, der Jugo reißt den Jugo das Kopf verlass. André, wir lassen uns einen Hemmelock! Und wieder, sein Hemmelock! Das ist kein Reverse, das ist kein Transition, oder? Also mir da der zwei. Aber er liegt nicht unten und Platz hat's auch nicht gemacht. Boom! Boom! Ohne die Fresse, Alter! Das ist ein Jugo-Trop! Das ist eine moanische Wurzel! Kill him!
mache ich für 2000 Dollar für Kirchheim? Ich weiß ja gar nicht, was das ist. Du hast das Gott vor 3 Wochen wechseln lassen, ich weiß nicht. Ja, jetzt ist der Ivan am Drücker. Was? Der hat gesagt, sauf Jugo, das gefällt mir. Der Ivan ist nicht am Drücker, der Ivan ist am Jugo. Hoppala, hoppala! Los, Buddy! Zähl mal an! 1, 2, 3! Jetzt war ein Faustschlag! Ja, von Jugo, gib ihm! Ins Gesicht, du Depp, war das ein Faustschlag! Das zur richtigen Zeit, so Motto. Ja, der Jugo ist heiß, ich bin zeitverzögert. Also, weil der Tippel, das ist ja alles wert. Das müssen wir, dann müssen wir ein paar Frauen stellen, die Frage stellen, ob der Jugo wirklich heiß ist. Das kann ich nicht beantworten. Ja, ich auch nicht, deswegen kann ich auspichen. Slam. Sehr Suplex, Alter. Stimmt, Suplex. Aber beide sind mitgenommen, schon. Hauptsache Platz. Und an die jungen Fans! Sicher, dass das ein Album war, für mich hat das auch gedacht, der Ausstoß. Alter, ich bin da nicht in Kartur, weil das... Geh du, die Klosheit, um, dein Schlimmer, ich hab nicht anders da! Sieger dieses Kabel! Mikro schreit nicht so wie Häuseln. Wer ist hier in der Toilette? Das ist der Finisher vom Ivan. Bicket Spelltreiber. Aber er muss ja noch mal in die Hecke gehen. Ja, das ist ein Grundfass. Rotzbitten! Die Pizza
der Jugoslawien, der Mirko ist hier! Jugo! Jugo! Fünf! Auf uns vor! Sechs! Sieben! Steht schon wieder! Acht! Oh, er schlägt! Oh, scheiße, er ist dann nicht mehr. Das war vorher so weg. Was ist? Bist du da? Ja, bist du eklig? Boom! 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 Voll in die Fresse! Eins! Der Mirko macht so die Tier auf, wenn keiner aufmacht bei der Post. Ja? Nein! Dann machen sie alle die Tier auf. Vier! Fünf! Aber wir nehmen Schlüssel dabei. Sechs, was schönst du schnell, aus der Zeit? Was ist denn der Der muss sich ein bisschen ausrasten. Ach, nein, nein, was liegt das Bicke, steht immer auf der Hand. Nein! Hör zu, das Bicke! Aus! Ohne Titel! Jugo! Ich glaub, der Jugo will was sagen! Gib mir... Sprich zu uns! Sprich zu uns! Machen, was du willst. Das interessiert mich überhaupt nicht. Genau. Ich bin hier für meine Brüder und Schwestern. Ja. Ich habe den Titel groß gemacht. Und ich bin hier der Jugo. Du bist der Chef. Aber eins sage ich dir jetzt. Jugo zu sein ist ein Gesetz. Wer ist verletzt? Wird zerlegt! Und wisst ihr warum?